Ich habe früher auch schon Spielfilme gemacht, 4 Stück bis 1991 und bin damit pleite gegangen. Und dann habe ich Architekturfilm oder Dokumentarfilm gemacht, weil das dann eine Möglichkeit war, weiterzumachen. Ich hatte die anderen Filme vorher produziert selber und hatte riesen Schulden, wollte aber weiter Filme machen. Und dann habe ich eben diese lange Zeit, 20 Jahre hat es gedauert, bis ich wieder angefangen habe, Erzählungen zu machen. Ich wollte eigentlich immer Erzählungen machen und dann war es aber auch so, früher war ich wahrscheinlich zu jung dazu, Erzählungen zu machen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann was erzählen. Und das war also außerhalb von Genres oder außerhalb von hergekommenen Filmen, Gestaltungen, die ja irgendwie vorgeschrieben sind, wenn man einen sogenannten Spielfilm macht. Und ich habe jetzt aber eine neue Idee von Narration, dass dann die Architektur trotzdem eine Rolle spielt, hat auch damit zu tun, dass ich selbst die Kamera mache und die Räume, in denen ich filme oder immer gefilmt habe, haben immer die große Rolle gespielt. Das sind Protagonisten für mich, wie auch die Kamera selber, wenn sie mit den Menschen und den Architekturen, in denen sie agieren, umgeht, ist selber auch ein Protagonist und so hat sich das ergeben. Und jetzt ist natürlich der große Unterschied, dass ich anfange, Drehbücher wieder zu schreiben, was bei Streetscapes nicht der Fall war, weil das war ein Dialog, der aufgezeichnet wurde, der real stattgefunden hat, aber es macht mir jetzt sehr viel Freude, Geschichten zu recherchieren, erfinden und zu filmen.